Willkommen zurück zu Friday Night Funkin'. Das wird wahrscheinlich vorab erstmal die letzte Folge sein. Aus dem Grund, da wir nur noch eine einzige Week vor uns haben im Story Mode. Also zumindest Standpunkt Februar 2021. Und das wäre Week 6. Dating Simulator featuring Morling. Als ich das richtig ausgesprochen habe. Und man sieht schon links, dass es, dass wir anscheinend auf der PlayStation spielen oder sowas. Was ist das für eine Konsole? Ist das eine PlayStation? Ich weiß es nicht. Aber in dem TV ist anscheinend ein Junge drin. Wahrscheinlich ist das unser Gegner. Drei Lieder. Normal. Wir fangen erstmal auf normal an. Mal gucken, dass wir gleich noch auf hart spielen. Und, am Ende des Videos werde ich noch sagen, wie dieses Let's Play weiterlaufen wird. Da es ja die letzte Week ist. Also, let's go! Geil, wie es immer laden muss am Anfang. Okay. Oh. LOL. Leute, das ist ja alles pixelated. Oh, das ist cool. Ah, and the fair maiden has come in search of true love. A serenade between gentlemen shall decide where her beautiful heart shall reside. Beep, bop, bop. 3, 2, 1, go! Oh, das ist richtig cool! Oh Gott, die Lags nicht! Oh, ich liebe diesen Artstyle, das sieht so schön aus! Oh, das ist richtig cool, das gefällt mir! Die im Background, so eine Schule mit überall diesen Schoolgirls. Oh mein Gott! Das ist so süß! Ich finde das so geil, dass das so pixelated Theme ist. Das feiere ich richtig. Geil, lange Noten. Da freue ich mich drauf. Da. Alter, das ist echt cool. Aber das Lustigste gerade war einfach... Oh Gott. War einfach wie... der Boyfriend gesagt hat... in der Textbox. Ich wusste gar nicht, dass eine Textbox aufkommen wird. Cool. I guess. Aber ich denke mal, im Freeplay wird das dann nicht so sein, oder? Ich denke mal. Oh. Ich glaube, im Freeplay wäre das nervig. Ich weiß nicht, wie schwer das hier wird. Aber bisher schlage ich mich sehr gut. Dafür, dass ich... keine Ahnung ab, was gerade passiert, aber ich liebe diese Pixel-Sprites auch für die Pfeile. Nicht nur alles hier im Hintergrund, sondern auch für diese Pfeile finde ich das richtig schön. Kling! Cool. Was? Not bad for an ugly worm, but this time I'll rip your nuts off right after your girlfriend finishes guckling mine. Was? Was? Bop, beep, 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 skidoo, beep. 3, 2, 1, date. Date. Oh, jetzt wird er wütend. Ich hab das Gefühl, beim dritten Lied, da wird es genauso gruselig wie in der letzten Folge. Check auf jeden Fall die letzte Folge ab, falls ihr nicht wisst, falls ich weiß, worüber ich rede. Gewiss, genau, Mike. In der letzten Folge gibt es auch so eine kleine Überraschung. Am letzten Lied. Vielleicht gibt es das ja auch wieder. Also es führt auf jeden Fall gerade zu sowas hin. Was habe ich gerade vorgelesen? Oh Gott. Oh. Okay. Es geht noch klar, aber ich habe Angst wegen Hard. Oh Gott, der Background, die weinen alle. Die weinen alle. Warum weinen die? Oh oh. Nicht weinen. Oh oh. Okay. Ich sollte mich auf die langen Noten konzentrieren, die geben nämlich am meisten. Okay, das wird bestimmt richtig schwer auf hart. Okay. Das wird richtig schwer bestimmt auf hart. Da habe ich schon mal Angst. Ich krieg's jetzt schon nicht hin. Okay, drittes Lied. Was passiert jetzt?
Was passiert jetzt? Wird er zum Monster oder? Oh, ja, wird er. Habe ich mir schon gedacht. Was zum Teufel? Direct contact with real humans after being trapped in here for so long. And her, for all, of all people, I'll make her father pay for what he's done to me and all the others. I'll beat you and make you take my place. You don't mind your bodies being borrowed, right? It's only fair. 3, 2, 1, was sind das für Noten? Junge, was passiert hier mit dem Backbone? Das ist nicht mehr so schön. Ey, der hat kein Mikro. Ist unfair. Genau wie das Monster aus letzter Folge. Ups, Spoiler. Tut mir leid. Juck. Oh Mann. Was passiert in dieser Welt? Okay. Nice Lied. Der hört sich aber ganz normal an eigentlich. Dafür, dass der... Oh. Ah, shit. Okay, das kann ich überhaupt nicht. Wenn das im Hard so schwer ist, dann... uff, bin ich tot. Okay. Das hört sich an wie so ein Final Boss-Theme. Aber vielleicht nicht aus diesem Spiel so ein Final Boss-Theme, aus einem anderen Spiel. Na ja gut, theoretisch ist das vorab der Final Boss für uns in diesem Let's Play. Aber wenn neue Updates kommen, werde ich sie auf jeden Fall aufnehmen für euch. Okay, das Pferd kann ich. Okay. Ah, das war die Week. Okay. Das. Oh Leute, jetzt wird's von Pixel-Grafik zurück auf dieses gezeichnet. Das ist so weird. Okay, das war die Hating Simulator mit featuring Moling. Keine Ahnung, was das heißt, aber Senpai, Roses und Thorns. Oh, Senpai? Ja, wegen der School und so. Anime Feed. Senpai, komm, okay. Ich trau mich. Machen hart. Schon 8 Minuten oder so gebraucht für den Anfang. Ja, ja, bla bla. Beep, bop, bop. 3, 2, 1, day. Den Backfront von dem ersten Lied, also Senpai, finde ich am schönsten. Okay, das geht hin. Ich mag das nicht, dass die Icons sich nicht mehr ändern. Dass sie so gedrückt sind, wenn man so weit links ist. Das fand ich immer cool bei den anderen. Ich finde es auch gar nicht schlimm, dass man das, dieses Victory-Zeichen, was man bei der ersten Week gesehen hat, das belastet mir sich. Das finde ich gar nicht mal so schlimm im Vergleich hierzu. Oh! Okay. War ganz kurz ein bisschen schlimm, aber jetzt geht's. Ich wette aber, je schlimmer der Typ wird, desto schwerer wird das. Oh Gott. Okay. Man kriegt aber so viele lange Noten hier in diesem Lied. Also das kann nicht schwer sein. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt, meine ich. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, das nicht mehr. Okay, aber noch alles okay. Jetzt kriegen wir sowieso wieder lange Noten. Alles chillig. Alles chillig. Yeah, das war. Cool. Ding. Hast du es leider nicht gesehen, weil die Kamera nicht gesucht ist. Aus irgendeinem Grund. Oh Gott. But this time, oh nein.
Diesmal nehme ich deine Nüsse raus, nachdem ich die, nachdem meine Girlfriend, deine Girlfriend meine geschluckt hat. Und dann er nur so, bop, beep, 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 skidoopie. Das Skidoopie, das macht ihn so zu diesem Face. Er ist so wütend. Wie kannst du es nur wagen, mich Skidoopie zu nennen? Beep, bap, boop, beep, skidip, bap, beep, skap, boop, beep, badab. Okay, da habe ich leider ein bisschen zu spät gedrückt. Okay. I see what's going on. Ah, komm, das krieg ich noch hin. Okay, das krieg ich hin. Ich mag den Backward aber hier am wenigsten von allen. So traurig, Alter. Ich will nicht den Backward haben, wo alle so blutig traurig sind. So destroyed. Sind das überhaupt echte Mädchen? Vielleicht sind die ja auch Demons. Ich meine, guckt euch ihre Augen an. Keine Ahnung. Okay, oh, das hack ich ein bisschen. Okay, ja, das ist schwer. Oh, shit. Oh, nein. Das krieg ich nicht hin. Na, ich bin tot. Ja. Oh, ja, gut. Yeah, yeah, yeah. Drop the beat, drop the beat. Es ist nicht wirklich. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass das so ein bisschen Chiptune-mäßiger wird. Also so mehr so SNES oder so. Weil es sieht ja alles aus wie SNES oder Game Boy Advance oder so. Aber war nicht. Aber so finde ich es auch nett. Wird das der einzige sein mit diesem, Grafikstil? Das wäre schade, weil ich mag das. Ich hoffe auch, dass jetzt mal ein bisschen mehr über das Spiel reden selbst. Ich hoffe, dass sie aus diesem Spiel ein großes, richtiges Spiel machen. Vielleicht kommt das dann auch auf Konsolen am Ende. Das wäre cool. Mit ganz, ganz vielen Weeks. Und vielleicht nennt man es auch nicht Weeks, vielleicht nennt man es anders. Weil das Ding ist, bei Weeks erwarte ich eigentlich, dass da mehrere Personen am Ende dann singen. Jeder Tag kommt dann an jemand anders. Zum Beispiel, es gibt ja jetzt 6 Weeks. Oh, scheiße, ich bin jetzt schon durch. Ich muss nicht reden, Moment. Scheiße, ich gehe nicht hin. Außer ich kann hier ausholen. Ich muss kurz konzentrieren, Moment. Oh, nein, nicht das! Oh Gott, ich hasse diese Scheißstelle, tut mir leid. Auf jeden Fall, 6 Weeks, es gibt ja immer dann 6 verschiedene Charaktere. Vielleicht, wenn man jeden Tag einen Charakter macht, und das ist dann eine Week, 7 Charaktere, eine Week. Na gut, das wäre vielleicht so krass. Vielleicht dann 3 Charaktere, eine Week, keine Ahnung. Sieht cool aus, die Animation, sieht echt cool aus. Hallo, ich komme aus dem crappy SNES-Spiel. Ein Video Game Mod, musst doch ein Video über mich machen. Okay, komm. Letztes Lied. Das müssen wir hinbekommen. Sonst sehe ich aus wie ein Noob. Das will ich nicht. Nein, 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 nicht nochmal. Das war schon schlimm genug in Folge 3. Vielleicht streame ich das Spiel auch mal. Wenn ihr Bock haltet. Ich weiß nicht. Aber was ich auf jeden Fall machen werde, das sage ich gleich, nachdem ich es geschafft habe am Ende des Videos. Sofern ich es schaffe. Holy shit, ist der schwer. Junge! Kann der mal chillen? Ja, ich bin tot. Ich bin raus. Ich bin sowas von raus. Ja. Obwohl, jetzt macht er langsamer. Komm schon. Ich leider bestimmt nicht. Oh, holy shit! Übertreib! Das geht nicht hin. Oh, wie lebe ich noch? Ach Junge, kill mich einfach.
Ja. Oh, ist der schwer! Scheiße! Der nimmt mich komplett auseinander. Ja, komm, ich nicht sehen. Was, ich kann so schon... Wow, ich kann so einfach schon Fehler machen. Ich dachte, wenn ich die Falte hast, dann skippe ich das. Ja, komm, dann... Komm, bring mich einfach um. Ganz gechillt, ganz locker. Jetzt war es nicht das erste Mal, dass sie sowas sieht. Scheiße! Sie übertreibt komplett! Holy shit, der übertreibt komplett! Och man, ich bin so tot. Oh, was eine Scheiße ist das? Das macht keinen Spaß. Nein! Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Das ist, ich krieg wieder Vibes zu Week 2 und 4. Gut, es ist Week 6. Gerade Zahlen, immer schwer. Ach Mann! Krieg ich nicht hin. Was ist das Pattern? Links? Oben? Rechts? Unten? Nein. Das nicht. Oh, scheiße! Ich komme nicht mal bis hier so schnell. Ja, das ist einfach. Das kriege ich hin. Dann das hier. Ich habe keine Ahnung, was das Pattern ist. Ich krieg das nicht hin. Und dann das. Das ist noch schlimmer. Vor allem, das kommt direkt danach, wo ich schon meine ganze Leben verloren habe. Ich weiter? Ich glaube nicht. Nein! Das war das Ende! Das war das Ende! Das war das Ende! Das geht schon. Komm, nochmal, nochmal, nochmal. Vielleicht krieg ich's hin. Vielleicht krieg ich's hin. Nein, es geht noch weiter. Oder ist das das Ende? Wenn das das Ende ist, habe ich gewonnen. Das kann ich. Sage ich und verkacke. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich hab mich am Ende so gestruggelt. Oh mein Gott, ich hab mich gerade wieder gefühlt wie bei Week 4. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Obwohl ich gesagt habe, ich schaffe es wahrscheinlich nicht. Okay. So, und bevor die Folge jetzt hier endet, will ich noch kurz was sagen. Und zwar, werde ich wahrscheinlich noch Week 2 auf Hard und Week 4 auf Hard, eventuell Week 4, mal schauen, ob ich da noch Lust habe, auf Hard vielleicht noch streamen, wenn ihr Bock habt. Und die nächsten Folgen kommen zum einen, Story-Folgen kommen dann, wenn wieder Updates draußen sind. Aber ich möchte gerne daraus ein neues Projekt machen, so ein Nebenfach, wenn man es sagen könnte. Und zwar möchte ich eine Mod-Showcase machen, denn dieses Spiel hat sehr... sehr, sehr viele Mods und ich möchte die alle gerne spielen. Und ich merke gerade, warum ist das Tutorial der Daddy da, wenn der... Na, ist auch egal. Auf jeden Fall, sendet mir auf meinem Discord-Server Mods ein, die ich in den nächsten Wochen auf jeden Fall, ich glaube, jede Woche mache ich mal eine so eine Mod-Review, mal schauen, wie ich dann vorstellen kann.
Und ja, das wird bestimmt sicherlich lustig. Es gibt viele lustige Mods. Schick mir bitte nichts allzu Heftiges, also nicht so eine Fluff-Story-Timeline. Ich blende mal ein, was ich damit meine. Und ja, dann hoffe ich, hat es euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da. Und Outro!